wenn Bosse in der ersten Runde sich vorstellen und dir erstmal so eine runterbrezeln, dass du dein gesamtes Team wiederbeleben musst. Wer hatte solche bescheuerten Ideen? Wie soll man in so einem Kampf überleben? Wie soll man den auf einer hohen Schwierigkeit überhaupt schaffen? Wenn du keine Gelegenheit bekommst, irgendwas zu zaubern, das dir entsprechend dabei hilft. Kampf beginnt, der Gegner sagt Hallo und metzelt erstmal alles nieder. Das kann ja nicht funktionieren. Gegen den Monolithen hat es ja ganz gut geklappt. Aber der Devourer, vergiss es. Ist wieder eine Medaille, auf die ich dankend verzichte. Ganz ehrlich, du hast dich noch nicht geändert? Nein. Da ist auch noch nicht einmal was, was du zumindest mit Skilltraining verbessern kannst. Resistenzen wären vielleicht noch eine Möglichkeit, aber... Da müsste ich mitten im Kampf wahrscheinlich umrüsten. Das ist auch nicht gerade einfach. Das kostet nämlich Züge. Das kostet Runden. Nein, wir machen ja jetzt auf Zero fertig. Und da packe ich das Spiel beiseite. Genug Stunden reingesteckt. Bist immer noch. Ja. Du wechselst auf Zero gar nicht so oft. Nee, auf Zero wechselt er nicht so oft, okay. Auf Zero wechselt er nicht so oft. Autsch. Jetzt wechselt er. Er holt jetzt natürlich mehrere Dialoge auf einmal nach. Weil die mit dem Fortschritt gebunden sind. Bombe. Gadusch. Ah, ich hätte mir vielleicht erst den siebten Himmelbuchs holen sollen. Na gut, ich hole mir gleich. Hallo, Großer. Jetzt machst du wenigstens nicht so einen Kack. Okay. Ich hoffe, der ist aber nicht dran gewesen. Oh nein, war der dran, weil ich mit Lance das Ding kaputt gemacht habe. Und deswegen hat er eine... Deswegen hat er den Zug umsonst bekommen. Das ist ja immer so bei Wellen. Egal. Ja, hau ihm alle drauf. Warum immer Tentakel? Frage ich mich auch. Yo, my lady, haben sie endlich mal die Haste. Den Haste Boost bekommen. Hier ist die Frage, wachsen die Dinger nach? Das ist die gute Frage, die ich mir gerade stelle, ob die Dinger nachwachsen. Das Auge ist weg. Es wäre ein Teil weniger. Wir müssen das so festhauen wie möglich.
Wenn wir uns zu defensiv verhalten, werden uns die Tentakel überraschen, ja. Das glaube ich auch. Wenn sie nicht nachwachsen, ist gut. Er heilt natürlich seine Teile. Autsch. Den hauen wir voll in die Mitte. Und damit ist der vielleicht weg. Und reicht es, um den Spikey zu töten? Ja. Okay. Jetzt ist es nicht mehr viel. So, ja, hätte ich das eigentlich gerne eben auch auf episch gelöst, aber ich kam ja nicht dazu. Mit toten Teammitgliedern lässt es sich ja nicht kämpfen. Ne? Boom. So, jetzt ist nur noch der Hauptkörper da. Der hier. Immer feste drauf. Ich habe schon immer alle gewarnt, dass Alien eine Invasion vorbereitet und niemand hat mir geglaubt. Ich habe versucht, die Verteidigung der Erde zu organisieren und wurde als Faschist abgestempelt. Das nächste Mal hört mir zu und glaubt es mir auch. Ja, gerade schreibt mein Schatz, dass er auf dem Weg nach Hause ist. Ja, perfekt. Nach dem Devourer sind wir nämlich dann fertig. Der wächst das tatsächlich nach der Arsch. Ah, na gut. Der wächst da tatsächlich nach. Ja, wobei. Okay, das ist neutral. Nein, ich konzentriere mich jetzt auf die Mitte und bring's zu Ende. Dann kann ich nämlich hier Schluss machen, bevor mein Schatzi zu Hause ist. Ich wollte eigentlich nur Videospiele spielen. Wie bin ich nur in diesem Chaos gelandet? Ja. Ah, ich hätte sie... Also. Ah, okay. Mein Verlangen, ein Uhrwerk-Universum zu kreieren von... Mein Verlangen ist es, ein Uhrwerk-Universum zu kreieren, das nur von hirnlosen Automaten bewohnt ist. Deterministik. Was ist das denn für ein Adjektiv? Ein wirklich sehr entschlossenes Ziel, oder wie soll ich das übersetzen? Naja, ohne irgendwelche zufälligen Variablen auf jeden Fall. Nur die Gesetze der Natur. Ohne Frage ausgeführt. Das kann nicht passieren, solange ihr existiert und frei agiert. Ja, das tun wir. Der Panzer hat gut Lack bekommen. Cool. Ihre Leiste ist voll. Ja. Das heißt, aus den Debuffs machen wir mal wieder Buffs. Und die Truppe ein bisschen fitter und fest auf das Auge drauf. Boom. Hey, blutet es etwa? Verletzen wir es auch wirklich? Haben wir doch eine Chance? Ja, ich hoffe doch. Hoffe ich doch. Big Mama? Es verletzt doch den Tentakel. Er ist aber bisher der Einzige, der nachgewachsen ist. Nein, ich hätte es nicht zu laut sagen sollen, verdammt. Ihr seid eine Krankheit, ein Virus, der sich ausbreitet und alles verschlingt, was er berührt. Ihr bringt Ungereimtheiten in mein System. Den Schmetterlingseffekt aus Chaos und
Anwesen. Wie übersetze ich das am besten? Unvernunft. Unvernunft klingt gut. Unvernunft. Ihr haltet euch ja keine Regeln, respektiert keine Gesetze. Ja, mehr oder weniger. Da sind leider auch schon wieder Debuffs drauf. Auf den Herrn. Das kommt jetzt ihr gerade gelegen, dass das wieder geht. Jetzt bist du schon halb tot. Oh, sie darf nochmal. Dann soll sie die beiden Tentakel mit verbrennen. Dann kann er das hier draufhauen. Und wenn die nächste Runde losgeht, sehe ich gerade, wir haben genug SP. Kehrt in den kosmischen Staub zurück, wo ihr herkommt. Es werden nicht mehr eure Erinnerungen bleiben. Autsch. Das war eine Attacke. Sie sah ziemlich cool aus. Aber sie hat weh. Das hatte ich eigentlich so nicht geplant. Aber okay. Au. Au. Ich hoffe, das machst du nicht zu oft. Nein, er lebt noch. Ich hatte gehofft, dass es ihn umhaut. Aber ihr seid nicht alleine für dieses Chaos verantwortlich. Irgendwer spielt an meinen Simulationen rum. Ein Einfluss von einer aus einer anderen Dimension, dieser Wächter. Euer Wächter ist... Ah, nicht schon wieder Abomination. Ich hasse dieses Wort. Ist mir ein Gräuel. Eine Abscheulichkeit. Ein Phantom, das mich foltert. Ein Spieler kranker Spiele? So krank fand ich das jetzt nicht, aber gut. Könnt ihr ihm überhaupt vertrauen? Naja, das werde ich sehen. Ja, Katze, hau ihn. So. Er belebt ihn mit einem Kaffee wieder. So. Damit sie wieder die Buffs draufhauen kann. Schon wieder. So. Aber dann hat er nämlich ordentlich eine zum Draufbrezeln. Ah, schade. Es hat nur den Tentakel erwischt. Ich hatte gehofft, das angeschlagene Auge würde es mit erwischen. So, jetzt lasst die drei bitte mal stehen. Euren Wächter kann ich verletzen, aber ich kann seinen Fortschritt in dieser Welt blocken. Wenn ich euch zerstöre, hat er keinen Einfluss mehr auf dieses Universum. Ich werde euch immer und immer wieder besiegen, bis sie des so sinnlosen Spiels müde sind. Ja, das schauen wir mal. Gleich. Haste to all allies. Zack. Damit ich jetzt dir ordentlich eine reinbritzeln kann. Und deinen Minions. Ah, der steht noch der Eyeball. Jetzt nicht mehr. So, jetzt bist du wieder alleine. Jetzt musst du dir erst wieder alle nachspawnen. Ich sehe schon, ihr erinnert euch an unser vorangegangenes Abenteuer nicht. Akron war ein
sehr starker Gegner war er nicht. Und Godcat. Sie dienten zwar nicht meinem Zweck. Sie dienten nicht meinem Zweck, also gab ich ihnen irgendwelche Nebenrollen. Am Ende werde ich doch immer noch hier sein, um die Welt zu resetten. Okay. Kann ich wieder Unload machen? Ja, danke. Wir können uns befreien und unsere eigene Geschichte schreiben, wenn wir es besiegen. Wir müssen nicht in Angst leben. Dieses Ding hat den Zeit und Raum zu seinem eigenen Vergnügen verändert. Ich hoffe, die Buffs reichen. Au. Wie können wir gegen solche Boshaftigkeit überhaupt anstehen? Ja, das werden wir mal sehen. Oh ja, hol ihm voll eine drauf. Au, 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 au. Sie kann wieder... Und es ist nötig. Ha, 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 ha. Da sieht man, wie viel Schaden der einem reindämmert. Ist ja übel. Aber ohne die Buffs lief es, würde es gerade sehr scheiße laufen. Selbst auf Zero. Alter Schwede. Aber wir haben ihn gleich. Er kann diese Attacke nicht nochmal. Nein, er kann sie tatsächlich nochmal. Lass das. Was? Der Schaden wurde bereits gemacht. Es ist Zeit, dieses Universum wieder zu resetten. Ich werde anfangen, indem ich euren Planeten lösche. Werft noch einen letzten Blick drauf und sagt Tschüss. Au. Also du hackst ihn nicht mehr, sondern du hast ihn einfach mal jetzt gelöscht, so. Und ich hab dich jetzt gekillt. Damit sind deine Seitenteile automatisch mit weg. Und nochmal eine letzte Explosion. Miau. Hey, der Planet ist wieder da. World saved? Fragezeichen. Ja. Der Kampf hat mir genug Zeit verschafft, dass ich einen Weg gefunden habe in eure höhere Dimension. Ich habe schon die Pixel auf dem Bildschirm manipuliert und den Sound aus den Lautsprechern, naja, Kopfhörer habe ich gerade auf, aber okay. Und meine Daten durch eure Welt geschickt. Ich werde mich hinter der kosmischen Hintergrundstrahlung verstecken. Im Chaos eurer dunklen Energie und eines Tages werden die Gesetze der Quantummechanik meine Daten wieder zusammenfügen und ich werde euch nochmal treffen. Science Bubble? What? Sounded like Science Bubble. Oh Gott. Finally. Wir sind fertig. Und so wurde die Erde endlich von den Manipulativen der Darkölen des Verschlingers befreit. Ihre Mission gescheitert, ohne weitere Kommandos schalteten sich die Monolithen ab. Ihre gefährliche Strahlung erlosch. Bestien und Menschen konnten sich endlich wieder beruhigen. Kriege, die für Tage geführt wurden, wurden endlich beendet. Die Gruppe fing an, ihre Erinnerungen an vorangegangene Abenteuer wieder zu erlangen. Jahre der Erfahrung und Freundschaft kehrten Stück für Stück zurück. Nachdem der Verschlinger die Leere nicht mehr kontrollierte, wurden gelöschte Informationen nach und nach aus der kosmischen Mülleimer, Recycle Bin, wieder hergestellt. Die Erinnerungen von
gescheiterten, nee, abgebrochenen Simulationen fluteten zurück in Träume und Erscheinungen. Matt und Nolex setzten ihre Dungeon-Plünder Abenteuer nach Schätzen fort. Während sie allerdings weniger von unschuldigen NPCs klauten. Nathalies hartes Urteil hat sie schließlich auf mehr ethische Missionen geführt. Ist klar. Sie konnte sehen, dass Matt anfing, alles etwas ernster zu nehmen und sein Bestes gab, sie nicht im Stich zu lassen, auch wenn es ein paar Rückschläge gab. Mit der Welt im Frieden verbrachten sie auch endlich mal etwas Zeit allein zusammen. Genauso wie ganz am Anfang ihrer epischen Quest. Ja, so Teil 1 und 2, ne? War das. Nathalie wollte eigentlich sich irgendwo lieber zu einem friedlichen Leben niederlassen. Aber sie dachte sich, Matt braucht vielleicht noch ein paar Jahre, um endlich mal erwachsen zu werden. Und bis dahin sollten ihre kleinen Abenteuer weitergehen, bis sie halt endlich offiziell sich als Paar bekannt gab. Wie süß. Lance scheint das Bewusstsein entwickelt zu ein Bewusstsein entwickelt zu haben, beziehungsweise Reue. Ne, und begann zu helfen, die Häuser wieder aufzubauen, die er zerstört hatte. Er programmierte seine Roboter, um Materialien zu sammeln und sie zu Strukturen zusammenzubauen. Feinde, die aus Stein gebaut waren oder Holz, was als Kollateralschaden herumlag, und viele Gärten sind zerstört worden. Naja, musste man halt ein bisschen einschätzen. Risk Assessment was never carried out. Sein geheimes Ziel war es allerdings, immer nah bei Nathalie zu bleiben. Ein bisschen Wohltätigkeitsarbeit zu leisten. Schien wohl das Beste zu sein. Außerdem konnte er... Er konnte sich zwar selbst nie sagen, dass sie irgendwann mal vielleicht romantisches Interesse an ihm zeigen würde, aber solange nicht jemand anders vorbeikam, sah er eine kleine Chance und das reichte ihm schon. Vielleicht würde sie ja irgendwann ihre Meinung ändern. Vielleicht würde es ein Bett ja in irgendeinem Kampf mal umhauen. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber zumindest ein schöner Traum, den er weiter träumen wollte. Warum auch nicht? Okay, das sieht cool aus. In Vorbereitung für irgendwelche weiteren Alien-Invasionen forschten Matt und Lance an weiteren neuen Waffen. Sie schafften es, die Giga-Schwertkanone 9000 Plus zu bauen. Es ist über 9000! Ja, genau. Dragon Ball-Einspielung. Die konnte 20 Panzer, die in einer Reihe standen, durchbohren mit ihrem Angriff. Wow. Okay, das ist heftig. Oder schlechte Panzer. Andere Konzepte beinhalteten Gunblades, Swordchucks. Na, ich weiß nicht, ob Nunchucks und mit Klingen dran vielleicht so eine gute Idee sind, aber okay. Und ferngesteuerte Schwerter? Alles klar. Lance hat das allerdings, naja, ziemlich schnell abgewehrt, weil mit seinen Worten, das war einfach nur idiotisch. Sein Traum der Weltherrschaft war immer noch da. Aber er würde es eher auf friedliche Weise jetzt versuchen. Mit Ressourcen und Technologie, die er so gesammelt und erfahren hat, startete er die industrielle Revolution, positionierte sich selbst als Marktführer
und positionierte sich selbst als Marktführer in einem aufsteigenden Kapitalismussystem. Offensichtlich war es mehr von Sinn, Sachen zu verkaufen, statt sie zu zerstören. Ja, das kann durchaus so sein, ja. Das Epic Battle Fantasy Team hatte also seinen Sinn, die Welt zu retten, erfüllt und ging so mehr oder weniger, also jeder seine eigenen Wege. Sie haben niemals ihre Unterschiede, also ihre Ungereimtheiten untereinander wirklich überstanden und hatten auch immer noch so ein paar Sachen, die jeder an dem anderen nicht so gefiel, ne? Left holding grudges. Aber sie trafen sich trotzdem von Zeit zu Zeit auf ein Bier und erinnerten und schwatzten so ihre großen Abenteuer. Aber niemals würden sie wieder so was Großartiges schaffen. Ja. Oh, ist aber ein süßes Endbild. Habt ihr im Vierer auch Bier getrunken? Ich glaube, ja. Müsste ich mal gucken. Aber ihr habt da auch irgendwie gefeiert. Da war ein ähnliches Bild, glaube ich. Das Ende war ein bisschen enttäuschend. Ach komm. Waren wir wirklich so ein schlechtes Team? Weil ich auf Zero jetzt runtergeschaltet habe. Naja, ein paar von uns saßen ja immer nur auf der Bank und hatten nicht wirklich eine Chance zu zeigen, was sie können. Ich möchte niemanden Bestimmten ansprechen, ich sag's einfach nur so. Ja, ich habe immer nur fast dieselben drei Charaktere benutzt. Aber so der alten Zeiten willen, sorry. Naja, vielleicht wenn wir mehr Quests gemacht hätten oder versucht hätten, mehr jeden an die Kämpfe einzubinden, wäre es vielleicht ein besseres Ende geworden? Was eine zynische Plotentwicklung. Wir können kein glückliches Ende haben, wenn wir nicht noch mehr Sachen erledigen. Zumindest ist das volle Ende kein Download-Content. Ja, Gott sei Dank. Yay! Falls ihr unterstützen wollt, den Matt, wie ich das getan habe, indem ich das Spiel gekauft habe, könnt ihr ja mal bei ihm vorbeischauen. Eine kostenlose Version gab es ja auch auf der Website. Kann man die Sachen anklicken? Hey, ja, cool. Gut, die Website habe ich auch verlinkt. Immer unten im YouTube. Da kann man noch vorbeischauen. Musik von der Firna. Die hat wieder gute Sachen gemacht. Und im Steam Shop, die Version habe ich auch verlinkt. Ja, die habe ich auch verlinkt, genau. Auf der Website gibt es die Nicht-Premium-Version und ich habe ja die Premium-Version auf Steam. Jetzt spricht er mit mir, dem Spieler. Wenn du Epic Battle Fantasy 5 wirklich gern gespielt hast und du denkst, dass es mehr wert war, als du dafür bezahlt hast, vielleicht hast du es ja in einem Sale bekommen. Ja, ich hatte einen Gutschein, wo es mich 5 Euro weniger gekostet hat. Genau, weil ich den Vierer, den vorangegangenen 3 und die 4, also schon einen alten Teil mal gekauft hatte, gab es da einen Gutschein dafür, für den 5er tatsächlich. Was ich ziemlich cool fand. Das wurde so von Steam dann verschickt. Über die Datenbank. Ja. Wenn ich mal ein bisschen was übrig habe, kann ich natürlich gerne mal vorbeischauen. Die Musik von der Firna finde ich auch immer wieder cool. Verwende die auch gerne in meinem Freitagsvideo gelegentlich, in meinem Eventkalendervideo. Da kann man gelegentlich auch mal bei den beiden was da lassen. Vielleicht arbeitet er ja noch an einem 6. Spiel, wer weiß. Wer weiß. Muss ich mal wieder auf der Website vorbeigucken, ob er schon irgendwas verraten hat. Ja. Man kann einfach eben vorbeischauen, ihm ein bisschen was geben, auf Updates, Support-Updates und alles vorbeischauen. Es gibt ja noch die NPCs für die anderen Feiertage. Die könnte ich dann auch noch ein bisschen abklappern. Aber das muss nicht unbedingt auf dem Stream sein. Das kann ich auch so für mich machen. Jeder Support auf Patreon gibt natürlich ein paar coole Perks. Und man kann natürlich die News weiterverfolgen, genau.
Ja. Hör auf, so rumzuschleimen. Die Leute nehmen das nicht. Sehen das nicht so gern. Jeder, der gespielt hat, löscht uns jetzt wahrscheinlich sowieso. Das Spiel vielleicht vom PC. Aber nicht den Spielstand. Ich habe dran gedacht. Steam Cloud ist aktiviert. Aber ich liebe Eule schon mit New Game Plus, ganz ehrlich. Die Medaille gönne ich mir vielleicht noch. Naja, aber es war auf jeden Fall schön, solange es gedauert hat. Danke fürs Spielen. Danke an Matt Rosek fürs Kreieren. Ja, es wäre niemals zum Teil 5 gekommen, wenn der Support der Fans nicht so großartig gewesen wäre. Ja, die ganzen tollen Bilder in der Galerie auch von den Fans. Was ist mit dem Geheimnis? New Game Plus. Wenn man durch das ganze Spiel nochmal spielt, behalten wir wieder Equipment und Werte. Aber Achievements, die in Episch gemacht werden müssen, können in New Game Plus nicht gemacht werden. Das wusste ich vorher schon, deswegen habe ich versucht, manche zu erreichen. Aber ja. Wenn wir noch irgendwas unerledigt haben im aktuellen Spielstand, kann man einfach rausgehen und neu laden. Man kann ja nach dem Finalboss nicht nochmal speichern, aber man kann einen alten Spielstand laden. Also, wie geht das jetzt mit dem New Game Plus weiter? Müssen wir irgendwas machen oder fängt es einfach an? Es geht einfach los. Mit dem Videospiel, das Matt am Anfang gespielt hat. Hier mit der süßen Firna als NPC hier so mit drin, was voll cool. Ah, wo er sich ärgert, dass er den Boss da nicht schafft. Und der geile Lustbart. Nee, er hat ihn ja doch geschafft. Ach doch, stimmt. Und dann gab es das Erdbeben. Genau. Und alles ist kaputt. Wir schnappen uns den Hockeyschläger als erste Waffe. Was jetzt allerdings total keinen Sinn mehr macht, weil wir sind ja jetzt sowieso voll. Aber er ist jetzt alleine. Aber die Sachen sind noch da. Und sein Level ist 36. Jawohl. Summons bleiben auch. Nur wenn ich jetzt komplett ein neues Spiel anfangen würde, sind sie, glaube ich, nicht mehr mit dabei. Kann ich ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall, ich habe hier den einen Save aus dem Temple of Trials. Das ist mein New Game Plus Speicherstand und ich überlege mir das noch für die Medaille. Hier. Wo ist es denn? Ne? Ich suche World Saved. Da. Gab es hier keine Medaille. Für nochmal. Nee, gab es keine. Auf Episch, das haben wir nicht geschafft. Bücherwurm. Nee, es gibt tatsächlich kein New Game Plus. Ach, das habe ich glaube ich schon mal geguckt. Dann brauche ich eigentlich kein New Game Plus machen. Ja, dann brauche ich das eigentlich nicht. Vielleicht bei Gelegenheit versuche ich mal noch ein paar Summons zu fangen und so, aber sonst. Ist Epic Battle Fantasy damit abgeschlossen? So. Wieder ein sehr schönes Spiel. Waren sehr viele Gemeinheiten. Das mit dem Episch, dass das nicht im New Game Plus geht, ist super fies. Viele Medaillen, die ich deswegen habe sausen lassen. Aber okay, man kann nicht alles auf 100% komplett spielen. Da gebe ich bei einer Gelegenheit lieber damit an, wie ich ein paar Super Wario Land Spiele auf 100% komplett spielen kann.
Ich habe das schon einmal geschafft. Ich werde das nochmal können. Ich mag lieber so Sachen, die man mit Fleiß und Skill komplettiert, als jetzt hier. Das war halt schon sehr fies. Ja. Dann bin ich aber mal jetzt langsam weg, bevor mein Schatz, in dem jetzt gleich daheim ist. Und dann haue ich mich mit ihm, und wenn er gleich kommt, dann ins Bett. Mit EBF sind wir fertig. Bei Courier Chronicles war jetzt eine Anfrage. Wenn das da so bei bleiben soll, gebt mir Bescheid. Ansonsten in meiner Liste ist auch sonst noch genug. Wir finden garantiert was. Ja, ich muss mir was einfallen lassen für nächste Woche. Aber für heute bin ich fertig. Ich wünsche euch gute Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das auf YouTube noch guckt. Und wir sehen uns das nächste Mal, gell, ihr Krümel? Ciao, ciao!